Voilà, weiter geht's. Schrankbau, Teil 2. Mann, so eine Scheiße, das passt natürlich vorne und hinten nicht. Wir haben ein Problem. Da bin ich mir nämlich tatsächlich noch sehr unsicher, wo ich jetzt hier meine Fächer reinmache. So, ich habe mir jetzt gerade mal, um mich zu entscheiden, die Layouts mit Pappe vorgezeichnet. Genau, das ist halt eins davon. Das ist aber nur eins von drei. Die anderen drei zur Auswahl stehenden waren die hier. Hier waren die drei jetzt. So, ich hoffe, ich habe die jetzt irgendwie eingeblendet. Ich habe gerade auch in der Insta-Story eine Umfrage dazu laufen. Mein momentaner Favorit ist es einfach nur mit zwei Klappen dort, weil das am aufgeräumtesten aussieht. So, die Frage ist jetzt, also ich zeichne mir jetzt hier ganz leicht die Dinger auf und pack das dann nochmal rein, um zu gucken, ob das auch wirklich so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Frage ist jetzt nur, wie kriege ich hier die Rundungen rein? Ich bin überlegen, das, aber warte mal. Perfekt. Spaß hier aufgezeichnet. Ich hoffe, man sieht das in dem Licht. Das sieht eigentlich ganz cool aus mit den Klappen, oder? Guck mal, wenn da eine ist und da eine, die könnten vielleicht ein bisschen breiter sein, oder? So, und dann machen wir den hier einfach noch mal ein bisschen breiter. Ich will natürlich jetzt auch alles realitätsnah darstellen. Wahrscheinlich im Video könnte ich jetzt einfach weitermachen und dann schön aussehen, wie ich es gerne hätte. In Wirklichkeit stehen wir hier seit 2 bis 3 Stunden und ich kann mich nicht entscheiden, wie ich diese scheiß Klappen anordnen möchte. Ich habe das jetzt schon schön aufgezeichnet. Ich muss aber ja auch irgendwo die Steckdose hinmachen, die Lichtschalter und so. Und ich kann mich absolut nicht entscheiden, wie ich das jetzt machen soll. Ob ich hier vielleicht eine große Klappe mache. Also so. Und die dann aufmache und dann dafür die Lichtschalter hinmache oder ob ich die Lichtschalter und die Bedienpanels ganz woanders hinmache. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir hängen hier seit 3 Stunden vom Haus und es fuckt mich ab. Hardcore. So, ich melde mich jetzt ungefähr 3 Stunden nach dem Ausraster vorhin. Ist ja schön und gut, dass das gut aussehen soll, weil ich war Fan davon mit den zwei Klappen da. Aber es ist letztendlich nicht praktikabel, wenn ich keinen einzigen Hoodie oder kein richtiges Handtuch oder so oder ne, also nicht vernünftig da reinbekomme in die einzelnen Fächer, ist halt Bullshit, so. Ich habe mich jetzt für diese Variante entschieden. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr seht das. Von hier bis hier ein großes Fach. Ich bin selber so in eine Gedankenspirale geraten. Also, lasst das zu viele nachdenken. Das ist nicht gut. Das kommt schon alles irgendwie so. Auf geht's. Die Ecke da? Ja. Die scheiß Stichsäge wollte nicht so, wie ich wollte. Jetzt am Ende, jetzt guck mal, jetzt habe ich die Kurven gut hinbekommen. Aber die ersten beiden waren absolut kacke. Das sieht man halt auch voll an dieser Tür. Oh no, ey. Naja, das ist der Inbegriff von Selbstmacht. None of us did wrong, but we did realize.
vielleicht noch ein bisschen nach da. Das Brett vielleicht noch ein bisschen nach da, sonst sägst du da wirklich durch. Dass wenigstens eine aufpasst. Das passt niemals hier rein. So, ich mach das mal hier oben. Von der Länge her, das sieht gut aus. Und einfach mit einem normalen Schleifgerät die Kanten lang gehen. Und einfach ganz normal die abschleifen. Eben einmal, dass die schön geschmiegelt sind und dann lackieren. Okay, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man das auf dem Video sieht. Aber der Staub ist so fein und der zersetzt sich gerade die ganze Zeit in der Luft. Auch wenn ich eine Maske auf habe, sollte ich, glaube ich, lüften. Sieht man das? Nee, ich glaube nicht. Man sieht es ja hier in der Uhr. Damit hat sich das für heute Abend auch erledigt. Dadurch, dass ich die Tür aufgemacht habe, war das logischerweise draußen laut. Und jetzt war die Polizei da und hat gesagt so, yo, das geht nicht. Das ist zu laut. Schön. Es ist halt auch schon 10:45. Ja, hoffen wir mal, dass ich jetzt durch bin, bevor sich jemand beschwert mit dem Lärm. Und jetzt? So, dann wird jetzt alles sauber gemacht, staubfrei gemacht. Sowohl mich selber als auch das Lager. Damit ich möglichst staubfrei lasieren kann. So, dann fangen wir mal an. Den wirklichen Korpus vom Körper mache ich mit farbloser Lasur, damit ich diese helle Birkenoptik behalten kann. Die finde ich passt ganz gut zu meinem Fahrzeug. Und die Türen werden gleich in den dunkleren Ton, den seht ihr dann. Alles einmal abgerubbelt. So sieht das auch sehr geil aus. Oh, der ganze Spaß ist durchgetrocknet. Auch wenn man es vielleicht jetzt nicht sieht auf Kamera, aber das ist qualitativ so ein Unterschied, das sieht so viel geiler aus. Ich bin noch nicht ganz sicher mit den Türen hier, ob die vielleicht zu hell sind. Bauen wir jetzt mal ein Regal zusammen, würde ich sagen. Die Dübel kommen hier quasi so rein. Bohrköpfe vorbereiten und mit Klebeband die Stellen markieren, damit ich nicht zu weit reinbohre, weil wäre halt doof, wenn ich da durchbohre, so wie hier. Ist das schlau, jetzt hier so anzufangen? Ich glaube schon. Ich mache die Dinger an der Seite, hier sind die drauf mit den Dübeln. Dann die Zwischenböden, ich sag mal, an die Front und verstärke dann mit so kleinen Winkeln an der Seite. Dass das jetzt viel zu viel Leim ist, keine Ahnung. Alter, und das ist hier so eng! Fuck! Fick dich! Thank you.
Warum gehst du nicht runter? Ich versteh's nicht. Versteh's nicht, das hat doch gerade alles gepasst. Scheiße! Jetzt geht der Dübel da nicht mehr raus. Oh nein! Ah Mann! Da, der Dübel! Verdammte Scheiße! Wisch den ganzen Leim jetzt hier weg und mach den ganzen Scheiß nochmal! Weiß ich, das hat doch gerade gepasst! Mein Gott, war das jetzt stressig. Ich habe das jetzt irgendwie versucht gerade zu machen mit einem Winkel, den ich da festgespannt habe. Und ich habe mir vorher logischerweise, also dummerweise, keine Klemmen oder richtige Gurte zusammengelegt oder zurechtgelegt. Habe das jetzt hier so auf Spannung. Lass das jetzt mal trocknen, weil ich muss auch erstmal was essen, sonst kriege ich richtig schlechte Laune. So, mal gucken. Das sieht sehr gut aus. Genau rechter Winkel und das ist schon verdammt stabil. Ich will jetzt noch nicht so doll dran rumrütteln, weil ist ja noch nicht ganz durchgetrocknet. Aber ich jetzt hier einfach nochmal dran und mach die andere Seite. Das Gummi, nein! Scheiße! Das scheiß Gummiband ist weggerutscht! So ein Bullshit, Mann! Jetzt habe ich hier so ein verkacktes Loch drin. So eine Scheiße, Alter! Das ist halt auch eine absolut Bullshit-Stelle. Das ist nichts, was man versteckt. Da guckt man so drauf. Hier fängt die Schublade an. Das ist direkt im Blickwinkel. Nicht immer direkt, sondern also direkt, da geht es nicht. Kann ich das da so ankleben wieder? Wir versuchen jetzt was. Achtung! Ab jetzt wird gefuscht. Und zwar volle Kanone. Wir suchen uns jetzt hier mal kleine Holzstücke zusammen. Schauen wir mal, wie der Spaß nachher aussieht. So, das sollte jetzt ja theoretisch passen. Das sollte hier das Brett dafür sein. Warum passt das nicht? Bei dem habe ich mich komplett vermessen. Hier muss ich noch was ablegen. Perfekt! Passgenauigkeit ist meine Stärke. Ich hatte aber eigentlich geplant, hier das an der Seitenwand nochmal zu verstärken mit so Winkeln. Das ist aber ja voll hässlich, wenn man von außen reinguckt. Aber es muss ja auch möglichst weit hinten sein, damit das möglichst viel Stabilität zu bringt. So, das gibt jetzt hoffentlich genug Stabilität. Geil, das hält. Hey, da kann ich mich draufsetzen. Mach ich nicht, aber. Bitte nicht. Nein, klar. Ja, es ist fast gerade, hey. Das nennt man Toleranzbereich. Scheiße, das ist. Mann, ich hab gedacht, das wäre gerade. Ich habe alles dafür getan, dass es gerade ist. Nein, aber das habe ich natürlich extra gemacht. Wenn ich hier Sachen reinlege, dass sie nach hinten rollen und nicht wieder rausrollen. So, die Stunde Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das sieht deutlich besser aus als Holz. Das sieht super zusammen aus. Nein, jetzt habe ich das Holz angefasst. I just wanna shout. Hey.
jemand fragt, diese kleine Ecke ist natürlich gewollt. Das ist für den ergonomischen Daumenansatz, um das besser rausnehmen zu können, um die Finger ein bisschen zu schonen, wenn ihr versteht, was ich meine. Werde an die Wand vom Bulli, da wo jetzt das Blech ist, wo die Innenverkleidung eh weg ist, eine Platte machen und dort quasi die ganze Elektrik dran verschrauben, sodass das quasi safe ist und ich den Schrank nur noch vorstellen muss. Und dann kann ich den Schrank auch immer mal rein und rausnehmen. Mann, fick dich! Ich mag diese Gasfederstütze gar nicht. So, aber hier ist ja Ende. Gehst du nicht ganz auf? So, das funktioniert auch nicht. Ja! Easy peasy. So. Jawoll! Es ist drin, es ist super geil. Ich bin super zufrieden, in diese Fächer geht so viel rein. Ich war jetzt auf Bremen, deswegen habe ich hier so viel Scheiße drin. Oh, das große Fach war auch genau die richtige Entscheidung, sonst würde ich das da niemals alles reinkriegen. Die Fächer nach unten sind auch super. Hier mit meiner Bettkonstruktion, okay, nehmen wir mal kurz das Werkzeug weg. Hier mit meiner Bettkonstruktion passen hier super die Campingstühle zwischen. Jetzt mache ich hier noch eine Einstiegsklappe rein für die Elektrik und so. Das kommt aber im nächsten Schritt und ja, es ist genauso aufgegangen, wie ich es gerne hätte und es sieht super geil aus. Hier kommt jetzt auch so schwarzes Seil hin und dann ist der Spaß fertig. Ich habe hier noch so Gardinenstoff gekauft, den ich jetzt quasi auf der Rückseite festtacke und dann festspanne als, ich sag mal, Hintergrundwand. So, ich habe mir Tampen besorgt. Ich glaube, das kann gut aussehen. Lass an, lauf. Das ist jetzt alles mit Musik unterlegt. Hoffe ich mal. So, der Schrank ist endlich fertig und in dem Format, wie er am Ende sein sollte. Die Klappen gehen alle auf und zu, wie ich das gerne hätte. Und es sieht auch so aus, wie ich es wollte. Die Elektrik funktioniert, also ich habe jetzt auch mal Nachtlicht hinten, die beiden, und hier vorne schon mal extra Lichtschalter für Lampen, die hier hinten reinkommen und so, ist schon alles vorbereitet. Die Elektrik ist drin, ich habe 230 Volt, 12 Volt, ich kann von außen laden, Solar ist vorbereitet, das ist alles so, wie es sein sollte. Als nächstes geht es dann weiter mit der Küche oder der Dachterrasse oder Fenstern oder Solar oder Heckauszug oder ja, ihr seht, es ist noch ein bisschen was zu tun, aber die Motivation ist jetzt richtig da, jetzt wo das, ich sag mal, ein bisschen aufgeräumter aussieht und man endlich sieht, wo die Reise hingeht. Tschüss, wir sehen uns. Tu so, als würdest du arbeiten. Okay. Mach, was du am besten kannst. Okay. Oh, wenn der nicht ins Video kommt, brauchst du den Sound, ne? Nee.